Der eine ist ein begnadeter Tänzer, der andere ein langjähriger Fitnessexperte und Kraftsportler. Nun aber wollen sie in die Welt des anderen eintauchen. Magister Dr. Pia Gida und Walter Stückler stellen sich der Gida-Stückler-Challenge. In 8 Monaten wollen sie das eigentlich Unmögliche möglich machen. Walter Stückler will tanzen lernen und Pia Gida seinen Körper stehlen. Aus einer lose dahingesponnenen Idee ist am Donnerstag bitterer Ernst geworden. Denn im Zuge einer Pressekonferenz haben die beiden Unternehmer ihr Vorhaben der Öffentlichkeit präsentiert. Und es hat auch bereits erste Trainingseinheiten gegeben mit mehr oder weniger größeren Herausforderungen. Ich war jetzt letzte Woche hier und habe einmal dreimal in der Woche in der Früh das Training ausprobiert. Ich muss sagen, mir geht es ja nachher um einiges besser immer und ich starte den Tag total vital. Aber die große Herausforderung ist es, dass ich wirklich dreimal in der Woche um 7.45 Uhr hier auf der Matte stehe und dann auch meine Stunde oder eineinviertel Stunden Training mache. Weil ich komme ja sehr spät immer nach Hause, also vor 12, 1 komme ich auch nie ins Bett. Und um 6 aufzustehen, meine Hunderunde zu machen, ein Frühstück zu mir zu nehmen und dann wirklich pünktlich mit dem Training anzufangen, das wird wirklich die Herausforderung. Ich war vorige Woche das erste Mal, jetzt am Freitag habe ich den nächsten Termin unten schon. Wir haben in Wiener Walzer und Salzer getanzt, muss ich sagen. Und wenn man ein paar Tipps kriegt, schaut es dann nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde gar nicht mehr so schlecht aus. Bis zum nächsten Mal hat man es zwar ein bisschen wieder draußen, aber man soll nicht zwischen trainieren, hat der Pia gesagt, sondern man muss es einmal wirken lassen und setzen lassen. Und am 25.10. ist der Lipizzaner Heimatball. Natürlich werde ich da schon tanzen. Ich möchte mich um 100% steigern gegen voriges Jahr. Voriges Jahr habe ich 0 Tänze gemacht. Also wenn ich heuer anmache, habe ich schon um 100% steigert. Nein, ich freue mich schon drauf und die wird es der Bevölkerung dann präsidieren, was ich gelernt habe. Im Juni, wir wissen noch nicht ganz genau, beziehungsweise wollen wir nicht verraten, in welcher Form das präsentiert wird. Der Walter und die Manuela werden einen Showtanz präsentieren, den ich mit ihnen dementsprechend choreografieren und einstudieren werde. Und bei mir wird man halt zumindest am Oberkörper erkennen können, oder das ist der Plan, dass muskeldefiniert sind. Der Walter hat mir versprochen, ich schaffe ein Sixpack bis dorthin, das habe ich momentan nicht so. Und ich werde dann mein T-Shirt beim dementsprechenden Anlass ausziehen. Wo und wie das ist, möchte ich jetzt aber nicht verraten. Unterstützt werden die beiden Weststeirer in ihrem Vorhaben im Übrigen von ihren Frauen. Ich finde die Idee total super. Ich hätte ihn Walter wahrscheinlich so nie in eine Tanzschule gebracht. Und für mich ist es natürlich positiv, weil ich dann wirklich mit dem Walter übers Parkett schweben werde. Ich hoffe, dass er das wirklich schafft und ich werde ihn dabei unterstützen. Also im Prinzip ist es eigentlich eine super tolle Idee, vor allem man sollte auch sich mehr sportlich bewegen, egal ist, ob man es tanzt oder ob man ins Fitnessstudio geht. Und wir wollen eigentlich beweisen damit, was das möglich ist, was man sich wirklich einmal die Woche Zeit für sich und für den Partner nehmen kann. Die Tanz- bzw. Fitnessfortschritte der beiden Herren werden wir natürlich verfolgen und den beiden Damen wünschen wir viel Kraft, wenn es darum geht, ihre Männer in den nächsten Monaten zu motivieren und zum Durchhalten anzuspornen.